Bürger Israels, wir sind im Krieg. Mit diesen drastischen Worten hat Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu am Samstagvormittag seine Bevölkerung auf die dramatische Lage im Land eingespitzt. Es war eine Videobotschaft und die hatte erschreckenden Inhalt. Ja, wie sieht das aus nach dem drastischen Raketenangriff der Hamas aus dem Gazastreifen? Es hat ja, wie Sie wissen, die Hisbollah aus dem Libanon dann noch nachgelegt und könnte sich aus diesem dramatischen Szenario möglicherweise ein großer Nahostkrieg entwickeln. Ich spreche das jetzt mit dem Kronenzeitungsjournalisten und dem leitenden Redakteur Paul Tickerl. Paul, vielen Dank fürs Kommen. Guten Morgen. Ja, die Hamas hat aus dem Gazastreifen zugeschlagen, das war mal der Beginn am Samstag, und dann hat die Hisbollah aus dem Libanon noch nachgelegt. Man hatte den Eindruck, das war irgendwie konzertiert oder abgesprochen. Ist das so? Ja, der Überhang liegt sicherlich bei der Hamas. Also die Kräfte, die Hamas da eingesetzt hat, haben, waren sicherlich deutlich höher. Diese Angriffe aus dem Libanon waren, also, verzeih das Wort, aber die waren ein bisschen lieblos. Also es schaut nicht nach so einer großen Operation aus, wie das, was die Hamas da im Gazastreifen zusammengeschustert hat. Das Augenmerk der israelischen Armee liegt heute, also jetzt, wo wir hier sprechen, auch immer noch eher auf den Hamas-Kräften, die immer noch in Israel sind. Also das ist vielleicht ein ganz guter Anlass, unser Gespräch zu starten. Also Stand jetzt ist, die israelische Armee hat erstaunlich große Probleme, diese eingesickerten Hamas-Kämpfer und diese Hamas-Trupps, die immer noch Teile von Südisrael nicht nur überfallen, sondern teilweise auch besetzt haben, wieder aus dem Land zu werfen. Das ist zum Stand jetzt erstaunlich. Ja, es waren eben nicht nur hunderte Raketen ursprünglich, das war ja auch überraschend, dass es so eine Menge überhaupt gibt, aus dem relativ kleinen Gazastreifen konzertiert aufs israelische Hinterland abgefeuert, sondern es waren auch Drachenflieger, Drohnen, Menschen, die ausgebrochen sind aus dem Gazastreifen, da kommt man ja gar nicht so leicht raus, da gibt es Gräben, aber trotzdem haben sie es geschafft, durchzusickern als Personen. Ja, es ist jetzt für uns als Journalisten, es ist sehr, sehr schwierig, so eine heikle Materie zu erklären und zu analysieren, ohne den Fehler zu machen, da sowas wie Bewunderung durchscheinen zu lassen. Aber man muss ganz offen sagen, diese Hamas-Operation in der Luft, am Boden und zu See, die sind ja auch mit Booten gekommen und mit Bulldozern und allem Möglichen, das ist eine sehr, sehr komplexe, also das ist schon fast Combined Warfare, das ist schon fast Kampf der verbundenen Kräfte. Das ist eine hochkomplexe Angelegenheit und das hat sicherlich monatelange Planung, wenn nicht jahrelange Planung und Vorbereitung vorausgesetzt. Hatte auch den entsprechenden Effekt, also war aus Hamas-Sicht ein klarer Erfolg, eine krachende Niederlage für das israelische Militär, aber vor allem für die israelischen Geheimdienste. Ja. Und das gilt es jetzt zu analysieren, und da dürfen wir jetzt eben auch nicht den Fehler machen und quasi jetzt am Tag 3 nach Beginn dieser Katastrophe, muss man ganz offen sagen, jetzt irgendwie schon irgendwie Fakten herzuleiten und so weiter, sondern das ist sicherlich ein Ereignis, das die nächsten Jahrzehnte Historiker beschäftigen wird. Über das werden wir eh noch sprechen, über die möglichen weiterreichenden Folgen, Stichwort Iran und andere Länder rund um Israel. Israel ist ja da umzingelt aus eigener Sicht von Feinden sozusagen, aber du hast es schon angesprochen, es ist ja überraschend, dass so eine Aktion, so eine konzertierte Aktion, Land, Wasser, Luft, da müssen ja hunderte Personen, vielleicht sogar tausend, irgendwie gewusst haben, dass da was im Gang ist. Und trotzdem hat der Mossad, vermeintlich der bestinformierte Geheimdienst der Welt, nichts davon mitbekommen. So sieht es danach aus. Also der Mossad wird sich sehr, sehr unangenehme Fragen gefallen lassen müssen, aber auch der Shin Bet, der israelische Inlandsgeheimdienst. Entweder sie wussten gar nichts oder sie wussten etwas und haben es nicht ernst genommen oder sie wussten etwas und haben es zeitlich falsch eingeschätzt. Auch das wird in Israel noch für Debatten sorgen, aber nicht heute, nicht morgen, sondern wahrscheinlich die nächsten Jahrzehnte. Jetzt habe ich schon angesprochen, gerade der Iran unterstützt ja im Wesentlichen mal die Hamas ganz offensiv. Es gab ja auch Siegesfeiern quasi in Teheran, wo bejubelt worden ist, dass die Hamas es sich wirklich getraut hat, in so einer Offensive aufzutreten gegen Israel. Ja, das gab es auch bei uns auf der Mariahilfer Straße. Auch bei uns war das sehr drastisch, ja.
aber auch die Hisbollah, eine ähnliche Gruppierung, aber im Norden von Israel, eben aus dem Libanon, wird vom Iran unterstützt. Und die große Angst der Israelis ist ja, dass die Perser, denen ja auch unterstellt wird, sie würden möglicherweise Atomwaffen entwickeln, Stichwort das große Rüstungsabkommen, das diskutiert wird, könnten das als Anlass nehmen, auch noch einzutreten in diesen Krieg. Ist das denkbar? Zum jetzigen Zeitpunkt schaut es nicht danach aus. Also momentan ist, es hat sich jetzt keine Dynamik entwickelt, die irgendwie über die Grenzen des Gazastreifens oder des Südlibanons hinausgegangen sind. Momentan sieht es auch nicht danach aus, als würde sich da was entwickeln, aber ausgeschlossen ist natürlich nichts. Es ist allerdings eine andere Situation als bei Yom Kippur vor 50 Jahren und drei Tagen. Wo tatsächlich Staaten, wo Ägypten angegriffen, also das war schon ein bisschen eine andere Ausgangssituation. Ja. Diesen Vorfall würde ich als Terroranschlag und nicht als Kriegsbeginn dabei einmal klassifizieren. Das heißt, es zeigt sich nicht derzeit, dass konzertiert möglicherweise arabische Länder sich reinziehen lassen könnten, um sich irgendwie an Israel zu vergehen? Schaut momentan nicht danach aus. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich der Libanon da engagiert. Im schlechtesten Wortsinn. Im Gegenteil, man hat es immer wieder gelesen, also aus Saudi-Arabien gab es eher Annäherungen. Ja. Zuletzt Saudi-Arabien ist ein starker Stabilisierungsfaktor dort, das ist auf jeden Fall ein großer Player in der Region. Und auch von Ägypten ist eigentlich nicht zu erwarten, dass da jetzt noch irgendwelche Feindlichkeiten entstehen. Aber zum jetzigen Zeitpunkt hat Israel genug zu tun mit den Hamas-Kämpfern. Also eben, das ist ja der Punkt. Man weiß nicht, wie viele es sind, aber offenbar sind es noch etliche, die sich in Israel verschanzt aufhalten und unmittelbar die Zivilbevölkerung angreifen. Da gab es einen dramatischen Bericht, bei einem Festival wurde angegriffen, es wurde mit Maschinenpistolen einfach wild um sich herum geschossen und die sind immer noch da. Ja, die sind immer noch da und das Problem ist auch, dass ebenfalls Stand heute sehr viele Durchbrüche, Löcher in diesen Grenzzäunen noch nicht geschlossen wurden. Das heißt, die israelische Armee vermutet, dass da nach wie vor Hamas-Kämpfer auch nachsickern. Das ist natürlich ein Problem. Dieses Festival, dieser sehr, 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 sehr dramatische Vorfall bei diesem Festival, wo es in erster Linie junge Leute erwischt hat, der zeigt natürlich, dass wir hier überhaupt nichts von Krieg zu beginnen reden. Also es hat mit einer militärischen Kampfhandlung nichts zu tun. Das ist blanker Terrorismus. Das ist pures Gemetzel von Zivilisten. Es gab vereinzelt militärische Ziele, das waren vor allem Grenzposten. Okay, soll sein, wenn jemand glaubt, der muss einen Befreiungskampf führen, dann soll er das gegen militärische Ziele tun. Ist auch nicht immer richtig, aber kann man darüber reden. Bei Zivilisten, bei solchen Festivals ist das überhaupt, also brauche ich gar nicht zu diskutieren beginnen. Das hat ja die ganze Welt gesehen, da muss man ganz offen sagen, dass hat quasi jeder dagegen ausgesprochen, ob befreundet oder verfeindet, das hat gar niemand irgendwie gepasst. Richtig, es gibt die ganze Welt. Was wir auch bei der Kronenzeitung teilweise in Kommentaren sehen, vor allem in den sozialen Medien, ist schon so, dass sich eine, sagen wir, islamistische Bubble auch im Ausland da dem durchaus was abgewinnen kann, diesen palästinensischen Terrorangriffen. Teilweise gehen sie auch auf die Straße, haben wir auch gesehen. Ja. Das ist sicherlich was, womit wir als Gesellschaft umgehen müssen, früher oder später. Ist das noch Meinungsfreiheit oder ist das schon Unterstützung von Terrorismus? Damit schwappt das Thema sicherlich auch bei uns in die Zivilgesellschaft. Ja. Was man aber eben auch hört, auch auf Social Media, wie du das erwähnst, das sind Stimmen, die sagen, es ist ja gar kein Wunder, dass da so viel Kraft, Sprengkraft quasi in der Emotion betroffener Palästinenser existiert, wenn die seit Jahrzehnten quasi im Gazastreifen de facto gefangen gehalten werden. Wie ist denn die Lage da drinnen? Wie kann man sich das vorstellen? Ist eine Einwohnerzahl von ganz Wien in einem ganz kleinen Gebiet und rundherum kommt man nicht raus? Keine Lebenssituation auf der Welt taugt dazu, junge Menschen auf einem Festival mit Maschinengewehren umzumähen. Also sicherlich die Situation in Gaza ist sicher nicht leicht. Und das ist ja auch der Grund dafür, warum es ja auch Sympathien für die palästinensische Bewegung gegeben hat. Es war ja nicht die ganze Welt dafür, den Gazastreifen so herzustellen, wie er ist. Da gab es ja genügend israelkritische Stimmen auch. Die sind allerdings seit Samstag, glaube ich, leise, wenn nicht sogar verstummt.
Jetzt ist die Lage ja in Israel insgesamt sehr beengt. Ein sehr, sehr kleines Land, etwa mit der Fläche Niederösterreichs, wo rundherum andersdenkende Länder, sage ich jetzt mal, angrenzen. Und dann gibt es noch das Westjordanland und den Gazastreifen, palästinensisch dominierte Gebiete quasi mit nicht Inländern aus israelischer Sicht, sondern mit den bösen Palästinensern. Das heißt, auf ganz, ganz kleinem Raum gibt es da sehr viele Zonen, die aufeinandertreffen. Ist das etwas, was offenbar nicht befriedet werden kann, ganz generell gesagt? Ich glaube, also nach 60 Jahren kann man sicherlich davon ausgehen, dass das keine Idealsituation ist, die da hergestellt wurde. Wenn wir zwei da jetzt versuchen, den Nahostkonflikt zu lösen, werden wir wahrscheinlich kläglich scheitern in den nächsten 7 Minuten. Es ist hier eine Situation entstanden, die sicherlich nicht nachhaltig zufriedenstellend ist. Es kommt immer wieder zu Ausbrüchen. Mit Ausbrüchen meine ich jetzt mit zu Gewaltausbrüchen. Die langfristige Lösung kann ich da leider nicht anbieten, aber das sind ganz andere, das sind Staatsmänner drin gescheitert. Ja. Also das werden wir jetzt nicht zusammenbringen. Es gibt ja viele Begriffe, die da im Raum stehen, die sogenannte Zwei-Staaten-Lösung, weil es gibt eben embedded, also quasi integriert in Israel das Westjordanland, den Gazastreifen sozusagen. Das sind dann doch die anderen, zumindest aus Sicht Israels. Und es ist irgendwie nötig, zu einer Beruhigung herbeizuführen. Das werden wir natürlich nicht lösen können, keine Frage. Aber so ein Ansatz, dass es von Haus aus zwei Staaten sind, die irgendwie miteinander können, wäre möglicherweise eine dieser Ventile, um die es geht, oder? Man könnte jetzt etwas konstruieren, das stimmt. Ich fürchte nur, dass da sehr viel Porzellan zerbrochen wurde bis jetzt. Also da wachsen ganze Generationen auf beiden Seiten auf, die sich gegenseitig verachten, hassen, umbringen wollen. Wahnsinn. Also eine Lösung ist sicherlich nicht, momentan nicht in Sicht und schon gar nicht nach dem letzten Samstag. Jetzt gibt es ja die Offensive, die Israel ausgerufen hat für einen Gegenschlag sozusagen. Auch die Amerikaner sind möglicherweise hier ein Teil in diesem Gemengelage, wo man nicht einschätzen kann, wie reagieren die oder wie reagiert die NATO womöglich. Das wäre ja ganz weit hergeholt, aber das würde dann ein Integrieren auch des Westens sozusagen bedeuten. Ist es realistisch, dass eine Gegenoffensive Israels in irgendeiner Art und Weise durchschlagend einen Erfolg bringt, damit sozusagen die Ruhe wiederhergestellt werden kann? Oder sind das jetzt nur Versuche, das Verschlafen dieses Ausbruchs irgendwie zu rechtfertigen? Also Schritt 1 ist einmal, das eigene Gebiet zu säubern von Hamas-Terroristen. Da gab es gestern die Ansage, bis am Abend lebt kein einziger Terrorist mehr auf israelischem Boden. Ist nicht eingetreten. Also es ist tatsächlich immer noch ein bisschen, es gibt immer noch Scharmützel und Versuche, diese Hamas-Terroristen, wie vorher schon besprochen, aus dem eigenen Land oder aus dem eigenen Staatsgebiet rauszubringen. Das ist Phase 1. Phase 2 wird wohl eine Besetzung des Gazastreifens sein, zumindest eine teilweise. Mhm. Das ist etwas, das Israel nie wollte. Mhm. Dazu könnte man sich jetzt gezwungen fühlen. Das wird sicher, also ab dann ist es ein schwelender Konflikt, also ab dann werden wir länger damit zu tun haben. Aber das wird sich erst in den nächsten Tagen zeigen. Also die ganze israelische Militärmaschinerie läuft jetzt gerade an und man sieht im Internet Bilder, wo Panzer verschoben werden, teilweise in den Norden, um sich gegen den Libanon abzusichern, teilweise in Richtung Gaza, um eben diese mögliche Besetzung schon vorzubereiten. Das muss man ja erklären, weil man das nicht so wirklich weiß. Im Gazastreifen selber, immerhin 2 Millionen Einwohner, Stichwort ganz Wien im Gazastreifen, ist Israel offiziell ja nicht präsent im Prinzip. Nein. Es gab schon einmal Phasen, da war der Gazastreifen besetzt. So eine Phase könnte uns jetzt wieder bevorstehen. Mhm. Unter den aktuellen Bedingungen, also die Welt hat sich ein bisschen geändert, kann das schon noch ein bisschen ein Himmelfahrtskommando sein. Also Stichwort Drohnenkrieg, Stichwort viele Lektionen, die man im Ukraine-Krieg gelernt hat. Mhm. Die Panzerabwehrwaffen sind neu. Also eine Besatzung in urbanem Umfeld und vor allem in so einem dicht besiedelten urbanen Umfeld wie dem Gazastreifen ist sicher etwas, was kein Militärführer dort will oder anstrebt. Aber generell muss man ja sagen, und du kennst dich ja mit militärischen Lagen generell sehr, sehr gut an, die israelische Armee per se jetzt einmal, wenn sie nicht vollkommen überrumpelt wird, wie das jetzt geschehen ist, ist im internationalen Vergleich schon eine sehr starke, oder? Sie ist eine sehr starke konventionelle Armee. Sie hat sehr starke Panzerkräfte, eine sehr starke Luftwaffe, Kampfhubschrauber modernster Bauart. Mhm. Aber ein Konflikt nochmal in städtischem Umfeld. Ja. Wo sehr viele Vorteile aufgehoben werden, die ich habe, sehr viele Sensorenvorteile, die ich habe, aufgehoben werden, wo
Drohnen auf einmal eine völlig andere Rolle spielen. Wir haben es auch jetzt bei diesem Anschlag gesehen. Also die Hamas-Terroristen sind bewusst mit Drohnen auf israelische Panzer losgegangen. Sehr erfolgreich. Da schaut die Sache anders aus. Und da werden sehr, sehr viele technologische Vorteile und auch sehr, sehr viele Massenvorteile sehr, sehr schnell aufgehoben. Und wenn es tatsächlich zu einer Infiltration des Gazastreifens mit israelischen Soldatinnen und Soldaten kommen sollte, muss man sich da auf eine Art Häuserkampf einstellen? Oder wie läuft sowas? Richtig, also dann, das ist dann eine sehr, sehr asymmetrische Sache. Also auf der einen Seite konventionelle Kräfte, Stichwort Panzer, Schützenpanzer, Panzergrenadiere. Mhm. Auf der anderen Seite ein Familienvater mit einer Panzerabwehrwaffe in seinem Wohnzimmer, der aus dem Fenster schießt. Also das sind sehr ungleiche Verhältnisse, wo man aber von vornherein nicht sagen kann, wer im Vorteil ist. Wahnsinn, unglaublich. Und abschließend noch, man hört ja auch im Libanon, sind viele Häuser sozusagen so ausgestattet, dass dort Menschen sind, die teilweise Waffen basteln, würde man jetzt fast sagen. Es gibt Gänge, mit die Häuser miteinander verbunden sind. Angeblich jedes dritte Haus im Libanon hat so eine Art Vernichtungsmaschinerie-Möglichkeit. Es ist unglaublich, wie viele Menschen eigentlich integriert sind in diesen Konflikt. Mhm. Das zeigt ein bisschen auch die ihre Logistik, die hinter so etwas, hinter so etwas steckt. Also da gibt's diese sogenannten Rattenlinien, die vom Iran in den Gazastreifen führen. Und da gibt's jahrzehntelang angewachsene Logistiklinien, die jetzt sicher stärker genutzt werden als noch vor ein paar Jahren. Ja. Boom. Dramatische Eindrücke hinter die Kulissen. Paul, immer wieder, wenn es schwierig wird, bist du im Studio und erklärst ein bisschen die Situation, auch wenn das oft bedrückend ist. Wir haben sehr, sehr viel schon analysiert. Jetzt weiß man natürlich auch nicht, wie es wirklich weitergeht, aber die aktuelle Lage ist explosiv wie selten, muss ich ganz offen sagen, oder kann man sagen? Ja, das stimmt. Und in den nächsten Tagen wird sich ein bisschen Klarheit schaffen, aber momentan ist Israel noch sehr, sehr stark mit sich selber beschäftigt. Mhm. Und dann werden wir schauen, ob der Konflikt darüber hinaus wächst und was dann daraus wirklich wird. Paul, einmal mehr vielen Dank für deine Analyse, danke für die Einschätzung und hoffen wir, dass es halbwegs glimpflich ausgeht. Danke für den Besuch. Sehr gerne.